Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast eingeladen für die dritte Folge Floh im Ohr Podcast. Und heute geht es um das Thema Immobilien. Wir haben von unserer Community richtig, richtig viele Fragen bekommen, weil ja gerade das Thema Immobilien in letzter Zeit sehr, sehr heiß gekocht worden ist, dass da viele Meinungen auch im Internet unterwegs sind. Und ich habe heute einen ganz besonderen Experten eingeladen, der auch für mich die ganzen Immobilien im Background managt, weil ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ihr euch mit dem Thema Finanzen auseinandersetzt, ist es so, dass man eigentlich so wie so ein Allgemeinarzt jemanden hat und für die einzelnen Bereiche gibt es dann immer Spezialisten. Heute haben wir den Burkhard Benedikt Schelden hier, unser Spezialist im Bereich der Immobilien. Wir gehen gleich einmal die Fragen durch, die wir von unserer Community bekommen haben. Aber bevor ich jetzt da reingehe, gehen wir einmal die ganze Thematik durch. Wer ist Burkhard überhaupt? Und deswegen würde ich erstmal sagen, Burkhard, herzlich willkommen und stell dich doch gerne einmal ganz kurz vor. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank für die Einladung auch. Und ich freue mich sehr auf euch und die Community und auch auf die Fragen. Ich habe es ja schon mal vorher mir ein bisschen durchgelesen und natürlich mir schon mal die ersten Worte zurechtgelegt. Also mein Name ist Burkhard Benedikt Schelden. Ich bin seit vielen Jahren selber auch Investor und lasse natürlich mittlerweile auch viele Menschen, eben meine Kunden und meine Vertriebspartner, meine Mitarbeiter an meinem Wissen teilhaben, sodass wir eben mittlerweile ein relativ gut interessantes und florierendes Unternehmen aufgebaut haben. Wir arbeiten mit über 60 Bauträgern zusammen. Wir machen hunderte von Immobilien im Jahr. Und ja, gerade auch in der heutigen Zeit ist natürlich der Expertenrat sehr gefragt. Und deswegen freue ich mich, meine Zeit zur Verfügung zu stellen. Ja, super geil. Schön, dass du heute hier bist. Ein, zwei Fragen noch so. Kannst du irgendwie sagen, wie viele Immobilien du selber besitzt, wie viele ihr schon vermittelt habt vom Team her, so roundabout, dass die Leute ungefähr wissen, okay, es ist jetzt wirklich auch dahinter ein Experte? Okay, auf die Frage war ich tatsächlich nicht ganz vorbereitet. Also ich kann die genaue Zahl, wie viele Immobilien ich selbst besitze, nicht genau beziffern. Es sind einige Dutzend. Okay. Ich weiß, es sind Immobilien in insgesamt 7 Bundesländern. Wahnsinn. Das kann ich dir sagen. Ich glaube, der größte Teil meines Bestandes liegt vor allem eben in Berlin. Ja, Berlin ist so eine etwas größere Stadt im Osten von Deutschland. Für diejenigen, die Hat man mal gehört. Ne? Genau. Und von den Abverkäufen her, seitdem ich das mache, also seit Mitte 2015 tatsächlich ja erst im professionellen Sinne als Verkäufer von Immobilien, haben wir, ich würde sagen, mittlerweile 350, vielleicht 400 Immobilien im Team verkauft. Wahnsinn, das ist ja schon einiges. Also die Erfahrung ist auf jeden Fall da. 15 von 16 Bundesländern. Okay, also das heißt, ein Bundesland fehlt? Das Saarland, okay, gut. Das nicht, weil es nicht interessant ist, aber das ist einfach so klein. Da haben wir bis jetzt noch nicht viel, also gar nichts verkauft tatsächlich. Okay, ja gut, ist ja wahrscheinlich immer da, wo der Fokus nachher irgendwie liegt. Kurz noch eine Frage zum Team. Wie groß ist dein Team so im Backend, was er mit dir zusammenarbeitet? Also ich habe festangestellte Mitarbeiter, 4 Stück, die eben so das gesamte Backoffice schmeißen und wir haben insgesamt 9 Vertriebsmitarbeiter. Wahnsinn, okay, gut, dann ist das Team ja auf jeden Fall schon deutlich groß und dann kommt ja natürlich auch so eine Summe zusammen. Ja, Burkhard, danke fürs Vorstellen. Wundert euch jetzt nicht, die Leute, die das auf dem Videopodcast sehen, ich schaue hier zwischendurch einfach mal runter, weil ich die ganzen Fragen gesammelt habe. Wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an und zwar, warum sollte ich denn heute in eine vermietete Immobilie investieren? Also erstmal ist die Immobilie natürlich ein inflationsgeschützter Sachwert. Ja, wir müssen unterscheiden, wenn wir in den mittel- und langfristigen Vermögensaufbau gehen, ja, müssen wir auch vom Kopf her wegkommen von dem sogenannten Geldwert. Mhm. Ja, also Bausparvertrag, Sparung, klassische Lebensversicherung, klassische Rentenversicherung. Und so sehen, dass wir gerade für den langfristigen Vermögensaufbau eben in Sachwerte investieren. Das können zum Beispiel Aktien sein. Das sind aber auf jeden Fall als ganz, ganz wichtiger Baustein eben auch Immobilien. Und zwar vermietete Immobilien, weil man dadurch natürlich Steuervorteile hat, man hat Abschreibungsmöglichkeiten und man hat einen Mieter, der einem langfristig diese Immobilie bezahlt. Mhm. Das ist der Kern eben auch des Vermögensaufbaus, dass man eben, ich sag mal, zu seinem eigenen, was man dazu gibt, ja, also so sein Eigenkapital, also vielleicht aus seinem laufenden Einkommen eben noch den einen oder anderen Euro, zusätzlich das auf mehrere Standbeine verteilt, auf mehrere Mieter verteilt, die eben einem dabei helfen, genau diesen Kredit abzutragen für den eigenen Vermögensvorteil. Klingt sehr kapitalistisch, ist aber einfach nur das Prinzip, man stellt Wohnraum zur Verfügung, der übrigens
dringend gebraucht wird in Deutschland, gerade da, wo die Menschen wohnen wollen, und dadurch natürlich eben auch profitiert. Okay, das macht auf jeden Fall einen schlüssigen Sinn, sage ich mal, gerade wenn man auch so Nachrichten mitbekommt. Ich glaube, ich habe letztens irgendwo gehört, bis 2030 sollen 87 Millionen Menschen in Deutschland sein. Das sind jetzt nur noch 8 Jahre. Dann braucht man natürlich Wohnraum. Aber ist es denn nicht besser, in Aktien zu investieren? Das sind ja auch Sachwerte in dem Moment. Absolut. Also gehört auch dazu, zu einem guten Vermögensaufbau. Ein Aktiensparen ist immer ein sogenannter Ansparplan. Also man spart Geld an. Man macht eine Einmalanlage, man macht einen Sparplan, ja, oder man macht beides. Ein Immobilieninvestment ist ein Absparplan. Man kauft eine Immobilie, die natürlich einen viel höheren Wert hat, sagen wir mal 200.000, 250.000 Euro. Und auf diese Summe bezieht sich ja von Anfang an eben auch die Rendite. Das heißt, es steigt viel stärker und der Absparplan bedeutet, dass man eben gemeinsam, wie eben auch schon gesagt, mit seinem Mieter diese Immobilie abbezahlt wird, die Vermögensentwicklung aber eben auf die Gesamtsumme des Kaufpreises abzielt. Das ist also vom Prinzip her ist das was ganz anderes und man muss in beide Formen, also sowohl in den Ansparplan als auch in den Absparplan investieren, um eben langfristig ein so großes Vermögen aufzubauen, dass man für Geld nicht mehr arbeiten muss. Okay, also macht Sinn. Ich probiere das immer so ein bisschen so, kannst jetzt sagen, ob es komplett aus der Richtung ist, so ein bisschen so Parabeln zu finden. Ich komme ja aus dem Fitnesssport irgendwie. Das heißt, wenn man so einen Absparplan hat, man hat erstmal was drauf. Das heißt, ich würde beim Fitness irgendwie ja abnehmen wollen, sage ich mal. Und beim Ansparplan, ich will Muskeln draufpacken. Das heißt, es ist ja nicht sinnvoll, nur abzunehmen und nichts aufzubauen, sondern halt beides irgendwie zu machen, wobei dann der Muskelaufbau die Aktien wären und der Absparplan erstmal das schlank werden, wenn man so möchte. Genau, es geht darum, dass beides wichtig ist. Ja? 97%, glaube ich, der Millionäre in Deutschland haben ihr Vermögen eben über Sachwerte, vor allem über Immobilien aufgebaut. Okay, sehr cool. Eine Frage, die ich tatsächlich auch sehr häufig in unseren Gesprächen bekomme, ist die Frage, ob das nicht viel Arbeit macht mit Mietern, Nebenkosten. Man hört immer so häufig diesen Begriff Mietnomaden. Wie ist das denn damit? Ja, das kann viel Arbeit machen, das stimmt. Deswegen haben wir mit jedem Bauträger, mit dem wir arbeiten, wie gesagt über 60 Stück, die Vereinbarung getroffen, dass immer eine professionelle Haus- und Wohnungsverwaltung damit einhergeht. Das heißt also, man tritt wirklich als Investor auf und nicht als jemand, der noch neue Hobbys braucht, wie zum Beispiel Hausmeister-Service oder Betriebswirt für Nebenkostenabrechnung oder sowas. Das wird alles übernommen, das ist komplett gemanagt. Wenn man jetzt denkt, das kostet viel Geld, nein, das kostet nicht viel Geld, das kostet vielleicht 40 oder 50 Euro im Monat, beides zusammen, also Haus- und Wohnungsverwaltung. Und dieses Geld ist komplett steuerlich ansetzbar. Das bedeutet also nach Steuern, jetzt muss man gucken, welchen Steuersatz man selber hat, aber grundsätzlich bleiben vielleicht 25 oder 30 Euro übrig. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, dafür kann man es nicht selbst machen. Ja. Und kleine Anekdote aus meiner Vergangenheit, die erste Immobilie, die ich gekauft habe, war 2003. 66.000 Euro, 45 Quadratmeter Wohnung in Münster, Westfalen, also Studentenstadt, eine der größten Deutschlands. Damals sehr, sehr teuer. Ich habe eine zweite gekauft 2007 und eine dritte 2009. Ja, das war so diese meine Historie, also die ersten Schritte im Wohnungsmarkt. Und ich kann euch eins sagen, die ersten drei Wohnungen habe ich selber verwaltet. Anrufe sonntags nachmittags von Mietern sind zu 100% keine positiven Gespräche. Und deswegen war bei mir natürlich eben auch der Druck, mich dann zu professionalisieren, sehr, sehr groß. Und von diesen Erfahrungen habe ich natürlich dann eben auch, als ich das dann wirklich professionell auch als Verkäufer aufgetreten bin im Markt, von profitiert, dass eben genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil man dadurch auch ein Geschäftsmodell daraus entwickeln kann. Okay, das klingt auf jeden Fall schlüssig. Das heißt, wenn man jetzt so irgendwie unterwegs ist und sagt, man macht nur so ein, zwei Immobilien, macht das nicht professionell, dass man dann eigentlich auch nicht wirklich vom passiven Einkommen reden kann, oder? Weil man halt einfach. Ne? Also du stehst irgendwann an dem Punkt, wenn du das alles selber verwaltest, dass du eigentlich nur in deinem persönlichen Umkreis kaufen kannst, weil du ja irgendwie da auch hinkommen musst zu den Immobilien. Und du bist irgendwann am Ende, weil du hast ja meistens ja noch einen Hauptjob. Und deswegen ist der große Vorteil bei einer komplett verwalteten Immobilie, du
bist unabhängig von dem, wo du kaufst. Du kaufst da, wo es interessant und lukrativ ist und nicht da, wo du selber wohnst. Okay. Das meine ich mit Geschäftsmodell. Okay, ja. Macht Sinn für mich. Wie ist es gerade dieser angesprochene Mietnomaden oder wenn man mal jemanden hat, der die Miete nicht zahlt, was passiert dann? Ja. Wenn es professionell verwaltet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Mietnomade in diese Wohnung einzieht, bei null. Ja, okay. Weil eine professionelle Verwaltung fragt viele, viele Punkte ab. Also eine Kreditreformauskunft, Schufa-Auskunft der jeweiligen Person, die dort einziehen möchte, eine Arbeitgeberbestätigung inklusive Gehaltsnachweisen. Bei Selbstständigen sind es 3 Jahre BWA, die vorgewiesen werden müssen. Wir haben eine Vorvermieterbestätigung, dass keine Kautionsschulden da sind, keine Mietschulden da sind. Es muss eine Haftpflichtversicherung nachgewiesen mit Mietsachschäden. Es muss eine Hausratversicherung nachgewiesen werden. Und all das führt im Endeffekt dazu, dass alles, ich sage mal jetzt, schlechte Mieterpotenzial unsere Kunden nur von LTL 2 kennen. Ja, da, wo die Mietnomaden vorgestellt werden. Das haben wir nicht so nie erlebt in den letzten Jahren und auch nicht erzählt in meiner eigenen Tätigkeit, dass wir jemals eine Mietnomade hatten. Das Einzige, was mal vorkommt, ist, dass jemand die Miete nicht zahlt, aber da gibt es auch ein ganz festes Prozedere. Wenn die zweite Miete fehlt, kommt die Frist um. Okay, das sind ja alles Punkte, die du jetzt ansprichst, die ja wieder für eine professionelle Abwicklung irgendwie sprechen, dass man das nicht auf eigene Faust macht, weil diese ganzen Punkte, diesen Background-Check, was man da anfordert und so, weiß man ja als Laie ja gar nicht, wo man mit anfangen soll, oder? Passt dann. Okay, wie finde ich denn heraus, wo die geeignete Wohnung für mich ist oder wo ich die finden kann? Ja, wir konzentrieren uns eben in der Beratung auf die Großstädte, auf die Metropolregion, da wo ein positives Zuzugverhalten ist, da wo die demografische Entwicklung entsprechend positiv ist, da wo eine gute Arbeitgeberstruktur vorherrscht, also da wo eben Wohnraum gebraucht wird und stark nachgefragt wird. Es gibt, wenn man das professionell betrachtet, die Unterscheidung zwischen einem sogenannten Nachfrageüberhang und einem sogenannten Angebotsüberhang. Und wir gehen natürlich in die Gespräche mit den Bauträgern da, wo eben ein Nachfrageüberhang da ist, also da, wo Wohnraum dringend gebraucht wird, weil dort die Mietpreise weiter steigen. Das ist für den Investor viel interessanter als da, wo die Mieten sinken und wo natürlich auch die Kaufpreise weiter steigen. Ja, jetzt ist es ja aktuell so, dass die Zinsen extrem gestiegen sind und wahrscheinlich auch noch weiter steigen werden, weil die EZB die Leitzinsen angepasst hat und wir einfach in einem ja sehr spannenden Umfeld, glaube ich, gerade auch sind. Macht das überhaupt Sinn, aktuell noch zu kaufen, auch bei den hohen Kaufpreisen? Es gibt da mehrere Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Zum einen sehe ich aktuell, dass die Kaufpreise leicht sinken. Wir werden keinen kompletten Kaufpreisverfall sehen. Aus dem zweiten Grund, weil eben Wohnungen extrem stark gefragt sind. Ja? Also nochmal, gerade da, wo die Menschen wohnen wollen. Wir haben einen riesen Wohnungsmangel. Wir laufen auf einen Wohnungsmangel von etwa 3,5 Millionen Wohnungen hinaus in 2025. Das heißt also, wir haben jetzt schon Millionen Wohnungen, aber schon zu wenig. Und aus diesem Grund wird es der Markt regeln, irgendwie. Und zwar in Form von steigenden Mieten, in Form von sicherlich aktuell fallenden Kaufpreisen, sodass die Mietrendite relativ zügig erhöhen wird, sodass eben auch die Zinsen, die aktuell bezahlt werden müssen, und das hat sich tatsächlich deutlich erhöht in den letzten Monaten eigentlich, dass das entsprechend aufgefangen wird, weil es immer noch attraktiv ist, in Immobilien zu investieren, weil die Mietrendite langfristig und vor allem die Eigenkapitalrendite bei vermieteten Wohnungen so hoch sein wird, dass da ganz viele Aktienfonds auch nicht hinterherkommen langfristig. Okay. Würdest du denn jetzt aktuell dann noch warten, wenn du sagst, die Immobilienpreise sind schon ein bisschen leicht gefallen? Oder würdest du sagen, wie das halt auch beim Investieren in Aktien und Co. ist, der beste Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt? Also was ich aktuell beobachte, ist, dass gerade professionelle Investoren, und da würde ich mich tatsächlich auch zuzählen, investieren. Ich investiere gerade selber. Ich habe nächste Woche Notartermin für eine größere Einheit, wo ich 18 Einheiten kaufe. Und das sehe ich eben auch bei vielen anderen. Das sehe ich aber auch bei vermögenden Menschen, die viel Barkapital haben. Ich habe so viele Barkäufer aktuell wie noch nie, weil wenn man auf sein Konto schaut, da liegt viel Geld.
dann brennt das gerade lichterloh aufgrund der hohen Inflation. Mhm. Und dieser Fakt führt dazu, dass gerade diejenigen, die eine sehr gute Bonität haben, eine Top-Bonität haben, die viel Eigenkapital haben, die vielleicht mit Kryptowährung viel verdient haben und ein bisschen das geschortet haben, die mit Aktien viel verdient haben und das jetzt geschortet haben, dass die den sicheren Hafen eben in den Immobilien suchen und die direkte Partizipation an der Wirtschaft, also in diesem Fall an der Immobilienwirtschaft, ist immer besser, als wenn das gerade aufgrund der Inflation sich massiv reduziert, die Kaufkraft. Also du sagst, wenn man viel Eigenkapital hat, dann sollte es auf jeden Fall gerade noch ein Thema sein, sich das doch genauer anzuschauen. Weil und sich langfristig mit die Bonität, ne? Also beides. Ja. Okay, cool. Mega spannende Frage. Ich habe bei YouTube gesehen, dass ich ohne Eigenkapital und ohne monatlichen Aufwand Immobilien kaufen kann. Wie mache ich das? Die Frage hatte ich auch gesehen. Ja, ich versuche das mal so ein bisschen politisch korrekt darzustellen. In der Theorie geht das bei absoluten Top-Bonitäten, die eben auch schon an Immobilienvermögen angehäuft haben. Da geht man zur Bank und sagt, ja, hier, das kann ich vorweisen, das sind meine Einnahmen. Und die Bank sagt, ja, super, wollen Sie noch 100.000 Euro mehr haben. Für Starter, die eben einsteigen, die vielleicht die ersten ein, zwei Immobilien schon haben oder tatsächlich auch gerade erst beginnen, ist das absolut unrealistisch, dass das funktioniert. Weil eine Bank immer auch eine Plausibilitätsberechnung macht und die auch mal rechnen mit einem halben Jahr oder einem Jahr Mieteinnahmen, die nicht da, die nie stattfinden. Ja, das ist alles theoretisch, ja, aber so berechnet das eine Bank. Und wenn dann die Bonität dafür nicht ausreicht, ist das absolut unrealistisch, dass man ohne Eigenkapital und ohne monatlichen Aufwand in Immobilien investiert. Vor allem, wenn man eben auch zu einem gewissen Prozentsatz tilgt. Und das sollte man. Man sollte mindestens mit 2% Tilgung einsteigen, um sich auch für die Zukunft nicht die Investition in weitere Immobilien zu verbauen. Ja, irgendwann sagt eine Bank auch Ende und dann steht man da und dann kommt eine Neufinanzierung und dann sind die Zinsen deutlich gestiegen und dann steht man da. Ja, und kann sich die Raten nicht mehr leisten. Deswegen von Anfang an immer tilgen, mit ein bisschen Eigenkapital einsteigen, die Nebenkosten sowieso selber bezahlen und dann ist man auf der sicheren Seite und handelt wie ein guter Kaufmann. Und das würde ich jedem empfehlen. Also kann man es ergänzend so sagen, dass selbst wenn jetzt irgendwelche Leute da draußen sagen, hey, du kannst ohne Eigenkapital und ohne monatliche Belastung oder wie wir es gerade gesagt hatten in der Frage, Immobilien kaufen, dass das eher so eine Immobilie dann auf Treibsand ist, die wahrscheinlich einem auf die Füße fällt und dann einem diesen Zugang zum Immobilienmarkt irgendwann komplett verbaut. Ich mache dir mal ein, zwei Beispiele. Ja? Du kaufst eine Immobilie ohne Eigenkapital für günstig Geld, hast da einen Mieter drin, der zahlt dir da irgendwie deine Raten. Das kann sein. Also das ist jetzt nicht total unrealistisch, dass man so eine Immobilie findet irgendwo am Markt, bei Immobilien Scout oder sonst wo. Ja? Aber was durchaus sein kann, ist, dass in wenigen Jahren aufgrund des zum Beispiel EU Green Deals, ja, wo eben Immobilienbesitzer dazu verpflichtet werden, ihre Immobilie zu sanieren, neue Heizung, neue Wärmedämmung, neue Fenster, neues Dach etc., so hohe Nachinvestitionen sein müssen, dass das einen komplett die Schlinge um den Hals legt. Und das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Veranstaltung. Sondern man möchte ja eine Immobilie haben, wo eben auch langfristig möglichst wenig Nachinvestitionen stattfinden sollen. Die eine gute Energiekennung haben, gerade aufgrund der aktuellen Situation. Ja, wir haben massiv steigende Energiepreise und Energiekosten und das dicke Ende kommt ja erst in 2023. Und wenn man dann eine Immobilie hat mit einer Energieeffizienzklasse E oder F oder schlechter, dann hat man da auf einmal statt 150 oder 200 Euro Energiekosten auf einmal 500, 600 oder 700 Euro Energiekosten. Und da frage ich mich, ob diejenigen, die da drin wohnen, sich das noch leisten können. Auf der anderen Seite hat man jetzt einen hohen Energiekennwert, also eine gute Energieeffizienz. Ist natürlich das Verhältnis zwischen Kaltmiete und Warmmiete viel geringer, sodass man als Investor, als Vermieter davon natürlich maximal profitieren kann, weil die Miete natürlich höher sein wird. Ja, weil die Differenz dann zu den Energiekosten, von denen man als Vermieter nichts hat, viel geringer ist. Okay, mega. Also ich glaube jetzt schon ganz, ganz viel Mehrwert in diesen Fragen oder in den Antworten besser gesagt, nicht in den Fragen.
Beides ist wichtig, ne? Beides ist total wichtig, ja, natürlich, ne? Genau. Hier ist noch eine Frage. Ich investiere aktuell in Kryptos und Hi-Fi-Aktien. Da brauche ich doch so langweilige Immobilien, die über Jahrzehnte gehen, gar nicht für meinen Vermögensaufbau. Oder doch? Also ich finde, als Basis, als konservative Basis für den Vermögensaufbau sind Immobilien massiv wichtig und eigentlich durch nichts anderes zu ersetzen. 100% seines Vermögens in ich sag mal, ja, sehr risikoreiche Papiere zu investieren, ist sehr gefährlich. Ich halte viel davon, als guter Kaufmann unterwegs zu sein. Und dazu gehört eben auch, dass man genau diese Papiere hat, aber eben auch nur als geringe Streuung in seinem Portfolio. Und dass die Basis im Portfolio immer eher konservativ ist und langfristig übrigens, ja, reden wir hier von 12, 15, 18 oder vielleicht sogar 20 oder sogar 25% Eigenkapitalrendite auf Immobilien pro Jahr. Steuerfrei. Ja? Okay, ja. Mega. Ja, also beim Verkauf der Immobilie, ne, nach 10 Jahren ist eine Immobilie im Verkauf ja steuerfrei. Also das möchte ich erstmal sehen, dass es da irgendeine andere Anlage gibt, die egal nach welcher Zeit steuerfrei ist. Und man vorher eben über den Abschreibplan davon profitiert hat, steuerliche Abschreibungen gezogen hat, ja, die in die Zehntausende von Euros gehen, langfristig und vielleicht sogar Hunderttausende von Euros. Also das gibt es nur bei Immobilien. Und diese ganzen verschiedenen kleinen Faktoren, eben gerade eben auch für die Steuer, die hier absolut dazu beitragen, den Vermögensaufbau nochmal zu beschleunigen, das findet man nur bei Immobilien. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz sage ich, das ist die Basis, aber es gibt weitere Inseln, weitere Satelliten, die da angeschlossen sind. Da gehören tatsächlich eben auch Kryptowährungen zu, da gehören aber eben auch Aktien und auch sehr risikoreiche Aktien dazu. Aber wie gesagt, als Beimischung, nicht als Kern. Ja, okay, also würdest du halt sehr sagen, Immobilien ist so der Kern und es gibt viele Beimischungen, so Satelliten, die ich einfach dazu nehme und einfach sein Geld auch wirklich breit streuen und nicht alles auf eine Karte zu setzen. Ja, genau. Es geht auch darum, dass man Liquidität hat. Ne? Ja. Also, ist auch wichtig. Natürlich, gerade zu diesen Zeiten auch, ne? Ja. Wir kriegen häufiger Fragen aus der Community und zwar geht es da so um das Thema, dass uns irgendwelche Werte, Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, dann ein bestimmter Wert der Immobilie oder Kaufpreis der Immobilie, dann die Zinsen vielleicht noch geschickt werden, das war's. Und dann aber die Frage, lohnt sich oder lohnt sich nicht? Kannst du so mal aus dem Stegreif vielleicht gerade auch sagen, warum man diese Fragen nicht einfach so plausibel beantworten kann? Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Kannst du das nochmal kurz wiederholen, bitte? Also wir kriegen manchmal so Fragen, wo einfach wirklich gefragt, also wo gesagt wird, der und der Kaufpreis, dann beispielsweise der und der Zinssatz, kriege ich den Kredit von der Bank, lohnt sich das oder nicht? Also zur Bewertung einer, ob man kaufen sollte oder nicht kaufen sollte, gehören noch ganz viele weitere Faktoren. Mhm. Ja, also wenn wir ein neues Produkt, eine neue Immobilie aufnehmen, das sind ja meistens große Quartiere, Mehrfamilienhäuser mit Dutzenden bis Hunderten von Wohnungen, dann dauert die Prüfung dessen, was wir alles abprüfen, 12 bis 18 Monate, also von der Dauer her. Weil es immens wichtig ist, nicht nur die Lage vernünftig einzuschätzen, nicht nur das Stichwort der Arbeitgeberstruktur, ne, also Arbeitslosenquote und so weiter, wie heterogen oder wie homogen ist die Arbeitgeberstruktur, aber das Thema Lebensqualität muss abgefragt werden, sondern eben auch zusätzlich, dass die Bauqualität, ob das jetzt Neubau ist oder ein Sanierungsobjekt, ist total egal, so gut ausgestaltet ist, dass man hier nicht in ein Thema reinläuft, hohe Nachinvestitionen zu haben. Mhm. Also das kann man pauschal nicht beantworten. Ich würde immer ein Gutachten erstellen bei jeder Immobilie, die ich kaufe. Und dann erst hat man zumindest mal was in der Hand, vielleicht eine Entscheidungsgrundlage zu haben, ob man kaufen sollte oder nicht. Das hängt nicht nur vom Kaufpreis und vom Zins ab. Das ist mal so wirklich eine allgemeine Frage, weil wir kriegen davon wirklich ganz, ganz viele Fragen und viele das halt, glaube ich, nicht nachvollziehen können, dass da einfach, wie du es gerade so schön gesagt hast, so viele Sachen für die Entscheidung nachher einherspielen. Ja.
Eine abschließende Frage mit, wenn ich jetzt sage, okay, hey, ich möchte zum Beispiel über dich Immobilien kaufen, gibt es da irgendwelche Einstiegskriterien, gibt es irgendwelche Einstiegshürden, wo du sagst, vorher würde ich da gar nicht drüber nachdenken, was wären da so die Punkte? Also vielleicht vom Einkommen her oder vom Eigenkapital her auch. Also dann, ja, ich verstehe ich, genau. Also damit es sicher ist, empfehle ich bei Singles 3.000 Euro Nettoeinkommen im Monat. Also das kann auch 36.000 Euro im Jahr sein und ne, was weiß ich, 2.700 bei 14 Gehältern. Bei Verheirateten oder bei Paaren, wenn man zusammenkauft, sind es 4.800 Euro Nettoeinkommen im Monat. Und man sollte so in etwa 30.000 Euro Eigenkapital haben. Das muss man nicht alles einsetzen, aber man sollte es nachweisen können für die Bank, weil dann weiß eine Bank auch, dass man ein gut wirtschaften kann und eben auch mit seinem Geld, was man verdient, was ja auch durchaus überdurchschnittlich ist, auch gut wirtschaftet und entsprechend eben auch schon bereits einen gewissen Teil davon gespart hat. Okay, das cool. Jetzt komplett abschließende Frage, weil das ich hier gerade sehe, die wir auch noch haben. Wo fangen so die kleinsten Wohnungen an, wo man bei dir investieren kann? Also von der Größe ist vom Wohnung. Also Ausnahmen Preis her. Sind so 100.000, 120.000. Das ist so die allerunterste Grenze. Und dann, ich glaube, der Durchschnitt, den wir verkaufen, der liegt bei aktuell 276.000 Euro für eine Wohnung. Aber es gibt eben Einstiegsimmobilien, die liegen normalerweise so zwischen 150 und 80, vielleicht auch 200.000. Okay, das heißt, man hat gar nicht immer so diesen riesen Batz, dass man sagt, ich brauche jetzt 4 oder 450, 500.000 Euro, um mit Immobilien anzufangen. Haben wir auch, aber Einstieg ist eher deutlich unter 200.000. Okay, cool. Wir sind gerade durch mit den Fragen. Burkhard, herzlichen Dank für deine Antworten. Wer sich fürs Thema Immobilien interessiert, so ist es richtig, findet unter dem Video und unter den entsprechenden Shownotes bei dem Podcast Links, wo ihr euch eintragen könnt. Einstiegskriterien haben wir ja gerade genannt. Vorher wird es wahrscheinlich eher weniger Sinn machen, sich da einzutragen. Hast du noch irgendwas, was du abschließend sagen möchtest, Burkhard? Was so ein random Tipp oder so ein Chuck Norris Tipp, den man beim Immobilieninvestieren beachten sollte? Ist es besser, zeitig einzusteigen, als zu lange zu warten. Ich kenne viele Menschen, die haben ein interessantes Vermögen mit ganz normalem Einkommen aufgebaut, eben über Immobilien. Und ich kenne aber auch die Menschen, die viel mehr verdienen als diejenigen, die schon eingestiegen sind. Das aber zerdenken und zu lange warten. Ja, dafür sind wir eher da. Wir beraten gerne dazu. Und je früher man einsteigt, desto schneller hat man Vermögen aufgebaut. Okay. Wie es mit einem so ist, früh anfangen, die Zeit nicht verstreichen lassen, die kriegt keiner zurück. Ja. Vielen Dank dafür die Antwort. Ich glaube, das noch als Nebensatz. Alle Gespräche, die ihr führt, sind natürlich im ersten Step sowieso auch, glaube ich, kostenlos, richtig? Ja. Genau. Ne? Also wer da in diese Kosten entstehen, wenn man beim Notar sitzt und unterschreibt. Okay. Ja. Das ist dann aber auch keine Überraschung. Natürlich, klar, wenn man eine Immobilie kauft, dann sollte man das wahrscheinlich für sich wissen. Burkhard, vielen lieben Dank. Ihr könnt euch auf die nächsten spannenden Interviewgäste freuen. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge raus mitnehmen. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.